Ja, mein Name ist Cenk, für alle, die mich nicht kennen. Also, für alle. Wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Ich meine, ich mache das erst seit 3 Jahren und 1,5 Jahre davon kann man ja nicht wirklich zählen. Es ist nicht so viel gelaufen. Und dann ist auch noch Corona gekommen und so. Darum, also, easy. Ja. Ja. Aber es ist okay. Ich brauche auch nicht viel. Ich bin ein relativ bescheidener Typ, weil ich kein Zürcher bin. Und dann. Ja. Weiß nicht. Ich bin Winterthurer. Darum, ja, und dass ich nicht so viel brauche, sieht man auch auf Social Media. Ich habe nicht so viele Follower auf Social Media. Da finde ich sehr viele Leute, die mir Tipps geben für Social Media. Also von Cousin zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir uns treffen, wird er mir Tipps geben. Das Problem ist, der hat selber fast keine Follower. Ja, und dann wird er mir Tipps geben und so. Und selber hat er mir 65 Follower oder so. Und das ist nicht so glaubwürdig. Es fühlt sich an, wie wenn der Alain Berset mir würde sagen, welchen Schaumfestiger ich soll benutzen für meine Haare. Dankeschön, nein, wir haben keine Zeit, Ja, und da gibt mir auch immer den gleichen Tipp. Er sagt immer, hey, wenn du auf Social Media Follower generieren willst, dann musst du unbedingt einen Account kreieren. Oder dich anmelden auf Social Media. Ja, und ich gebe ihm recht, ich meine, es stimmt, wenn man Follower generieren will, dann hilft es nicht, wenn man gar keine Social Media hat, so wie ich. Kein Insta, kein Facebook, nicht. Aber mit Account anscheinend ja auch nicht. Ich meine, der hat Facebook und Insta und alles, aber er hat nur 65 Follower. Es hilft ihm sozusagen auch nicht wirklich weiter. Ja, und darum ja, lerne ich das so. Also er versucht mir, wie sagen, so die ganze Schweiz kannst du erreichen und so, will mir Tipps dafür geben. Und selber erreicht er nicht mal irgendwie Agasul. Ja, freut mich, dass gewisse Leute Agasul kennen. Ja. Die haben 70 Einwohner in Agasul und nicht mal Agasul will ihm folgen, weißt du nicht mehr. Also, sogar da gibt es 5 Leute, die finden, nein, dem folge ich nicht. Und darum tue ich, bis ich Social Media habe, meine Likes so an die Öffentlichkeit tragen. Ich finde, das ist die schönste Alternative zu Social Media. Also ich kann auch schon... Oh, danke schön. Merci. Ja. Da kommen sogar Applaus über, weil ich habe das auch schon an anderen Orten versucht, aber wenn man so am Montagmorgen an der Bushaltestelle einem einen Daumen rauf gibt, das kommt nicht so gut an. Also nicht einfach so einen Daumen rauf gehen natürlich, ich bin ja kein Freak. Ich habe schon gewartet, bis der richtige Moment kam, stand er schon am Telefon und hat so gefunden, hey, ich habe sturmfreie Bude, Frau und Kind sind weg. Und erst dann habe ich gefunden, gib ihm einen Daumen rauf, einfach so, um zu sagen, hey, ich habe gehört, du hast sturmfrei. Geile Sicht. Gefällt mir. So, ja. Er hat sich so positiv aufgefasst. Er hat sich so weggedreht mit dem Handy, hat so über die Schulter geschaut. Er hat mich so angeschaut, als hätte ich gesagt, hey, hab gehört, du bist sturmfrei. Geile Sicht. Gefällt mir. Ah. Ja, keine Ahnung. Er hat es auf jeden Fall nicht so positiv aufgefasst. Ich habe mich schlecht gefühlt deswegen und gesagt, okay, was könnte ich ihm irgendwie einen Gefallen machen, dass ich seinen Montagmorgen nicht versaue. Dann habe ich gedacht, was gibt es sonst noch Social Media Messages, die man machen kann? Und er denkt, ich folge ihm. Ja. Also. Ja, also nicht lang, nicht lang. Nur so 1-2 Tage habe ich gedacht, könnte ich ihm vielleicht folgen. Ich bin in den gleichen Bus eingestiegen wie der. Die ganze Fahrt hinter ihm gesessen, der hat mich völlig ignoriert, obwohl ich auch ein paar Sachen kommentiert habe und so. Irgendwann ist er so aufgestanden und hat gefunden, alle Billett vorweisen bitte. Dann musste ich aussteigen, 80 Stutz zahlen. Das ist nicht so cool. Habe mal den Daumen runtergegeben und bin weiter. Ja, jemand anderes gesucht zum Folgen. Ich kann auch immer nur einer Person aufs Mal folgen. Das ist noch ein bisschen traurig, ja. Und mir folgt auch nie jemand zurück. Ich habe es probiert, mir folgt nie jemand, außer vielleicht mal die Polizei. Wenn ich jemandem zu viel gefolgt bin, dann folgen die mir und finden so, was machen sie auf dem Baum, kommen sie bitte ab dem Baum runter. Was soll das werden mit dem Feldstecher und so? Und wenn du sagst, du bist da wegen der Views und so, das bringt alles nichts. Und es ist auch recht peinlich, weil ich auch nicht so gut klettern kann. Und dann muss zu der Polizei auch noch die Feuerwehr kommen und so, und das ist mega cool.
Drum. Ja. Darum mache ich das nicht mehr. Also ich darf nicht mehr, sie haben es mir verboten. Ja, also nein, richtig verboten haben sie es mir erst, als ich mal versucht habe, einen zu markieren. Das ist... recht in die Hose. Ist nicht so gut rausgekommen. Ja, und der andere ist mega angepisst am Schluss. Darum... Hey, danke schön. Das war es von mir. Schönen Abend miteinander. Merci. Danke schön. Habe nicht zu viel versprochen.